Hallo, ich bin's nochmal, der Kimmelmann. Ja, also ich bin gerade ein kleines bisschen fassungslos. Ich bin hier am Supercharger in Wiesbaden, und ich zeige euch mal die Situation. So, jetzt mal ein kleines Beispiel dafür, wie es einem auch passieren kann. Ich bin hier am Supercharger in Wiesbaden. Ja, eine Ladesäule von einem Verbrenner zugeparkt. Okay, kann man darüber diskutieren. Wie man sieht, gibt es hier nur vier Ladesäulen. Aber jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier keinen anschwärze. Schauen wir doch mal bitte, was wir hier haben. Wir haben einen Tesla, der parkt auf einem Parkplatz. Scheinbar, wie er meint. Dabei ist das eine Ladesäule. Kinder, so funktioniert das nicht. Ihr könnt nicht am Supercharger, wo eh nur vier Plätze sind, einer ist von einem Verbrenner zugeparkt und jetzt fangen sogar an die Teslas ihre eigenen Ladesäulen zuzuparken. Das ist ein absolutes No-Go. Hier ist jetzt noch eine frei. Und wenn ich mir das angucke, wie das für Leute wirkt, die an diesem Supercharger laden wollen, ja, die gucken dann auf ihr Google Maps und sagen, ey, super, drei von vier, habe ich ja richtig Glück. Und dann kommen sie hier hin und dann ist aber nur noch einer von vier Ladeplätzen verfügbar, weil unser Superstar hier von nebenan meint, er müsste hier parken. Also, das geht gar nicht. Da weiß man gar nicht, was man machen soll. Man kann zwar im Hotel Bescheid sagen, dass das nicht geht, aber also ich bin echt fassungslos, dass doch gerade Tesla-Fahrer, die doch wissen, mein Gott, ey, das ist der einzige Supercharger hier in der Nähe, sich auf den Parkplatz stellen und noch nicht mal ihr Auto einstöpseln. Wahrscheinlich deshalb. Ja, tja, weil er wahrscheinlich keinen Parkplatz gekriegt hat, beziehungsweise hätte er sein Auto eingestöpselt gelassen. Tja, da wäre ja eindeutig eine Blockiergebühr fällig geworden. Der Benziner nebenan geht natürlich auch nicht, aber ich reg mich ehrlich gesagt mehr über den Tesla-Fahrer auf. Und wie geht euch das? Schreibt das mal ruhig in die Kommentare rein. Okay, bis dann.